unten müssen sie sich dann nur noch irgendwo crossen. Oder ich baue unten halt einfach einen riesigen weißen Raum, der bis unters Wasser geht. Mit Wasser, also mit Decke. Also wo man dann oben das Wasser rausziehen kann. Ein Glaskaste. Kann ich auch theoretisch direkt ins Meer fallen. Doch, ist richtig. That's Wall. Die Reihe hätte ich mir sparen können. Da verschwende ich wieder 3 Brickes. Tschüss, Fackel. Und zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Einer hat unter ein anderes Video geschrieben oder in einem Livestream. Ich glaube, das war im Livestream vom Mega-Stream. Hat Maru mir, glaube ich, erzählt. Oder irgendwer anderes. Dass ich für das Grab vom Spielpiraten doch Wolle der Kombo-Helden nehmen soll. Ich switzig. Können wir mal drüber nachdenken. Kann man machen. Nein, nein, nein. Hallo? Du bist doch schon hier. Siehst du das Licht denn nicht? Es ist alles hell. Stirb in meiner Kammer des Schreckens. Goldrüstung. Schutz plus 1. Kommt mit auf den Müllberg. Und deinen Bogen kannst du aber halten. Den Pfeil nehme ich. Für den Creepy. Kommt noch jemand? Ich höre noch Schritte. Oben ist noch einer. Ah, die wollen in mein Haus eindringen, Leute. Die wollen in mein Haus. Stellt euch das mal vor. So. Sieht auch schon mal fantastisch aus. Sehr schön. Wir haben zu viel abgeholzt. So, und jetzt haben wir 2. Das ist so. Und dann müsste so aussehen. Ich mache das noch schon mal fertig. So. Und jetzt geht's ja eh down for the count. Müsste theoretisch so korrekt sein. Und dann kommen wir hier nämlich das Stairs hin. Und dann passt das wieder fantastischer. So, und nun, da hier schon mal Boden weg ist, ja, sehr gut. Müsste ich mich einfach so ein bisschen quer rüber buddeln. Moment, hier ist aber was falsch. Hier ist, ja, der ist schon so falsch. So ist korrekt. Und jetzt buddel ich mich einfach mal hier querfeld ein. Theoretisch müsste ich ihn nämlich crossen, wenn ich hier so ein bisschen in this way gehe. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt hier nicht. Das ist eigentlich gut, oder? Das ist ein gutes Zeichen. Ein halb gutes Zeichen. Wir machen es ja wieder zu. Wir sind auf jeden Fall korrekt hier. Da muss wieder gesteinigt werden. Da muss gesteinigt werden. Und da mal kurz auch. So, dann kommen wir die Treppe drauf. Und wir buddeln uns jetzt einfach nur noch geradeaus. Jetzt muss ich den Gang auf jeden Fall kreuzen, den ich gerade gebuddelt habe. So, ganz interessant, die Tatsache, dass die Treppen eigentlich sich sogar fast berühren, also vom Höhengrad her jetzt. Ich mache es jetzt einfach erstmal kurz wieder zu. Ich will den clean Durchgang erstmal haben und entscheide von da aus, in which way we go on, ne? So, also, pass auf, wir haben... Fängt direkt die Treppe an? Nee. Hier siehst du, hier fängt noch keine Treppe direkt an. Das bedeutet hier, der Weg wäre optimal. Da. So. Das hauen wir erstmal hier weg, kurz. Ich weiß, ich mache jetzt erstmal nur 2er rein. Aber so haben wir einen kleinen Überblick zu diesen Tunneln. Und ja, dann entscheiden wir jetzt, ob es ein Labyrinth hier unten wird, so was in mehrere Richtungen geht, oder ob wir von hier aus ins Wasser gehen. Also wir haben jetzt hier die Treppe, so wie halt hier auch. In der Theorie ist das dann halt auf der Seite noch zu. Ich will es eben kurz symmetrisch haben. Need
Anhaltspunkt Russ. Ich nehme den Quartz mal eben wieder mit. Der muss ja nicht verschwendet werden hier an der Stelle, wenn es hier so bleiben sollte. Ah, come on, Sharona. Was ist da los? So, wie spät haben wir es? Es ist ungefähr 5:30. Das ist schon mal ein Anfang. Damit können wir auch schon mal umgehen hier heute Morgen am Montag. Langsam, aber sicher wird es hell draußen und hier unten nicht. In der Gruft ist immer noch alles dicht. So, wir haben einen Durchgang geschaffen schon mal. Hier ist die Verbindung. Und jetzt muss entschieden werden, was passiert. Wird es ein Labyrinth mit mehreren Gängen in any direction? Ein Labyrinth überall hin. Kommt hier unten die große Kammer hin. Die Kammer des Schreckens. Dafür müsste ich ja theoretisch hier noch kurz... Das machen wir noch eben. Wir machen jetzt hier noch den Feinschliff. Der muss auch noch weggeholzt werden. So. Also es gibt jetzt hier noch die schöne Ecke, nenne ich das hier. Sozusagen der Entry, der Dynamic Entry. Wieso habe ich hier eigentlich nicht fertig gebaut? Was ist da los, ey? Kann man machen. Oh, hier ist ja noch gar nichts fertig. Alter Schwede, Creeper. Creeper. Nicht hier unten, Junge. Nicht hier unten, Alter. Hab ich, wenn ich eine Facecam an hätte, hätte jetzt schon schieße eine Buchse. Spawnt er hier in der dunklen Kammer? Ne. Boah, jetzt bin ich wach. Hätte alles kaputt gemacht, Creeper. So, zwei breiten Minden, drei breiten Minden. Wir machen immer so diese drei breiten Gänge. Das ist ja auch erstmal Wayne. Könnte auch nur zwei breit sein, aber drei passt besser. Ja klar, von Treppe zu Treppe. In dem Fall, hier ist schon so weit zugebaut. Machen wir die Decke hier noch. So, jetzt haben wir hier ein Clean Way. Den haben wir hier noch nicht. Den hätten wir jetzt. So. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Obwohl, hier habe ich den Boden auch noch. Aber eben kurz Symmetrie schaffen. Symmetrisch ist immer besser. Zack. Ja, und hier entscheiden wir. Labyrinth, riesige Gruft, Glaskuppel unter Wasser. Nether Bricks, Castle unterirdisch. Es ist so viel zu tun. Die Kuppel muss noch gebaut werden. Mein Gott, da habe ich was vor. Da kann man was machen. So, und jetzt für alle Fans von Materialien. Haben wir wieder erfolgreich geholfen. Ich habe übrigens letztens Sachen reingetan, ihr habt es gesehen. Ich war sowas von dabei, ne? Dabei. Und, wir schauen uns einmal hier kurz, weil ich habe da einen Erdhaufen da gesehen. Dass sich da jemand das Gebiet gesichert hat. Wer ist das? Ich war zu langsam gewesen, hier rüber zu bauen. Somit fällt das hier. Was steht denn da oben drauf? Ich mag Candy. Dadurch hat selbst Gebiet geklaut. Da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Hat auf jeden Fall schon mal angefangen hier. Ich glaube, er will in den Berg reinbauen. Zumindest sieht es so aus. So ein Entry hier. Okay, also Dadurch will unter meiner Wolke bauen. Freiwillig. Jetzt will er sicher sagen, dass ich die abholzen soll. Ist nicht drin. Das ist nicht möglich. Ich gehe jetzt nur einmal kurz in diese Richtung, weil ich von unten sehen will, ob die Chunks laden. Oh, hier, das haben sie cool gemacht. Dieser burgige Durchgang. Das kann nur Let's Rock Minecraft und so gewesen sein. Also schon länger her bestimmt. Und hier laufen Skeletors.
Zeig doch mal die andere doofe Wolke da. Die da. Ist es. Ach ja, das kann ich euch übrigens zeigen. Ich komme doch schnell auf die Wolke drauf. Hat er cool gebaut. Brother spielt ja auch schon sehr, sehr viel länger Minecraft als ich. Der macht ja auch nur Minecraft. Oh ne, er hat es umgebaut. Sieht zumindest. Ach ne, ich habe nur den Inneren des Turms gesehen. Wir gehen jetzt einmal eben nach oben. Ich hoffe, ich schaffe das direkt. Sieht aus. Mist. Oben den Absprung nicht geschafft. Aber immer hier fallen. Da ist nämlich sozusagen die Safe Zone. Wir machen uns nochmal eben. Schade. Wieder durchgefallen. Ist eine schwierige Angelegenheit. Aber das, ohne das Wasser ist es leichter, sich mittig zu stellen. Aber das Wasser ist die Lebensversicherung beim Runterfallen. Der ist gut. Ja, jetzt haben wir es. Am Ende muss ich nur rechtzeitig springen. So. Jetzt sind wir oben. Das Schloss nimmt Gestalt an. Ich habe nur gehofft, Gold sieht ein bisschen schöner aus. Ah ja, wäre aus Kohle. Ich könnte das Dach machen. Ich glaube, er wollte ein Kohledach oder so bauen. Deswegen hat er hier so viele Kohlesachen. Nimmt Gestalt an. Wie gesagt, er hat hier so ein paar Decken schon. Aber ich finde, das Gold sieht so. Also in meinem Texture Pack. Ich weiß nicht, wie das bei Rosa aussieht. Muss ich mal reinschauen. In meinem Texture Pack sieht es irgendwie so matt aus. Also nicht so schönes Gold. So. Hier bastelt er fleißig überall rum. Eine Schneetreppe. Um hier oben fast drauf zu kommen. Ja, nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Aber Gold ist einfach nicht das Schönste. Zumindest bei mir nicht. Von daher juckt mich das noch weniger. Ja, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Und das schaffen wir trotzdem. Yep. Komm her, Zombie. Komm mal her. Komm, geh mal da rein. Scheiße. Ich hab's gehört, ich hab ihn gehört. Ich wollte einen Zombie da reinlocken und ihn mal hochschicken. Wäre super witzig gewesen. Creeper's gonna burn! So, wir sind fertig und sehen uns beim nächsten Mal in Minecraft wieder, wenn ich weiter Schwachsinn baue. So, warte. Das Item geht gerade nach oben. Jetzt müsste es wieder runterfallen. Wir warten. Da ist es. Tada! So, bis zum nächsten Mal. Tududu!